So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine eigentlich Folge Ramses Kitchen, denn wir sind auf der Suche nach der Haselnuss-Bratwurst mit Nougat-Senf bei Fieber Nougat-Welden, denn da ist heute Kindertag-Special irgendwas. Ich habe jetzt erstmal geparkt, das sieht dann so aus, das ist ein Stück Wiese, da ist eine Absperrung, da ist so ein blödes Schild und da fahren Go-Karts. Da habe ich mich jetzt erstmal hingestellt auf der Suche nach der Haselnuss-Bratwurst und ob sie hier wirklich gibt. Oder dass so ein Reinfall ist wie mit dem Känguru-Burger, das sehen wir gleich. So, auf der Suche nach der Haselnuss-Bratwurst müsst ihr natürlich kurz die Ziegen beobachten. Die stehen nämlich dort. Und auf der Rückseite habt ihr hier noch was anderes mit viel Fell dran. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Guck mal. Hallo. Fein, fein. Und die Nase tropft. So, und weil die Shinaya gefragt hatte, was Fieber ist, das ist Fieber. So sehen die aus. Das ist das Logo. Hier dreht sich alles um Nougat und Süßes und Torten und Schokolade und anderes Zeug. Das ist ein Stück von Hannes. Hannes, gönn dir. Da drin ist so der Fieber-Shop. Da gibt es so viel Zeug. Das möchte ich euch aber alles gar nicht zeigen, denn ich bin auf der Suche nach der Haselnuss-Bratwurst. Und jetzt habe ich auch schon Pupsi und Marie verloren. Und die hatten so gute Laune und jetzt, seitdem sie hier sind, haben sie schlechte Laune. Und jetzt kriege ich gute Laune, wenn die anderen schlechte Laune haben. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal ein Bier. Hier seht ihr jetzt mal einen kleinen Blick auf die Karte, was es für Powerdrinks gibt. Und ich gönne mir jetzt ein Benediktiner Weißbier. 4 Euro, hier steht es auch schon. Das nehmen wir jetzt mit. So. Jetzt erstmal einen Schluck. Pfand fürs Glas, ahoi! So, hier kann man auch Bilder machen mit hübschen Prinzessinnen oder Marvel-Helden. Da ist Captain America und Spider-Man mal kurz gezeigt. Aber da stelle ich mich jetzt nicht hin, weil Pupsi ist schon wieder abgehauen, sonst hätten wir noch ein Bild machen können. Was war das denn? So, wir haben jetzt die Haselnuss-Bratwurst gefunden, beziehungsweise die Schlange für die Haselnuss-Bratwurst. Sie ist nämlich hier hinter mir. Für Musik ist bestens gesorgt, da macht das Watten gleich noch mehr Spaß. So, jetzt haben wir die Hütte erreicht. Hier seht ihr das super Griller-Angebot. Bratwurst im Brötchen 3,50 und die Haselnuss-Bratwurst im Brötchen mit Biber-Nougat-Senf. Auch 3,50 deswegen. Da wird gegrillt, da holen wir uns jetzt gleich unser Zeug ab und dann gucken wir mal, wie es. Vielleicht, weiß ich nicht. Normal? Ist das normal? Ja, normal. Die sind alle normal. Ich krieg eine Haselnuss. Und auch eine normale Wurst, nur mit Nuss. Genau, wunderbar. Und der besondere Senf ist da in der Fieberflasche. Das ist ja richtig offensichtlich so gemacht. Jetzt muss ich mir nur das hier herstellen, weil ich keine Hand frei habe. Da ist jetzt der Nougat-Senf, der eine Nougat-Note haben soll. Ah, komm raus. Den schmieren wir jetzt hier drauf. So. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Damit ihr noch mal seht, der Unterschied. Das wäre jetzt hier die normale Bratwurst. Die sieht ein bisschen breiter, dicker aus, ist aber irgendwie auch ein bisschen kürzer. Während das ja jetzt hier diese Haselnuss-Bratwurst ist, die ist irgendwie nicht so breit. Aber dafür länger. Pupsi hat gerade mal hier hinten abgebissen, ich noch nicht. Die hat gesagt, schmeckt aber alles ganz anders. Als was? Man weiß es nicht. Das ist die Haselnuss-Bratwurst. Das war das Thumbnail, jetzt beißen wir mal rein. Also der Senf hat auf jeden Fall eine richtige Nougat-Note. Als würdest du jetzt halt in so einen Nougat-Stick reinbeißen und nicht in eine Bratwurst, wie es jetzt ohne den Senf schmeckt, weiß ich ja jetzt nicht. Muss nochmal abbeißen. Würde Megaschrott sagen. Ich glaube, jetzt merkt man auch diesen nussigen Anteil durch von der Haselnuss. Also ich finde es auf jeden Fall mega interessant. Ich würde es auch noch mal essen. Ich würde es auch jedem empfehlen, das mal zu probieren, wie das schmeckt überhaupt. Dieses fleischige, wurstige, gemischt mit dieser nussigen Nussnote und diesem
Schoko-Nougat-artigen Senf, diesen leichten Touch da drauf. Diese Kombination ist echt irgendwie genial. Wenn ihr hier guckt, da sind noch leider lauter kleine so gelbe Punkte drin. Kenne ich nicht von der Wash. Vielleicht sind das so kleine Haselnuss-Splitter, die da drin sind. Ich finde es interessant, hat sich gelohnt, die zu testen, die zu probieren. Würde ich, wie gesagt, nochmal essen, aber ich glaube, die anderen wollen jetzt auch schon wieder heim. Das war der super Tag beim Fieber. Kennt ihr Fieber-Nougat-Welten? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir beißen nochmal in die Wurst. Tschüss, auf Vorhang, euer Ramses.